und herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Hier ist Kati und ich mache mir heute hier so ein Armband. Das ist wirklich ganz einfach. Hier ist so ein besonderer Knoten und am Ende, das sieht schon fast aus wie so eine kleine Quaste oder ein Troddel, je nachdem wie ihr das nennt. Und vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Für das Armband braucht man nur so zwei Stoffstreifen. Das sind so Reste, die abgeschnitten sind von einem T-Shirt. Ich habe ja letztens schon einige Sachen mit T-Shirts gemacht, also T-Shirts neu gestaltet. Und da sind jeweils dann so ein bisschen so Stoffstreifen übrig geblieben. Und die habe ich mir jetzt zurechtgeschnitten. Die haben ungefähr so eine Breite von 3 cm und sind 35 cm lang. Ich habe einen gelben und einen schwarzen. Und ja, man braucht nur die beiden, um dieses Armband zu machen. Als erstes ziehe ich die Streifen nochmal richtig schön lang, damit die sich gut einrollen und zu schönen Bändern werden. So, jetzt kann es losgehen. Als erstes lege ich das eine Band so zu einer Schlaufe. Das liegt oben, das liegt unten. Und jetzt gehe ich mit diesem anderen Band in die Schlaufe rein, führe das hier drunter her, hier drüber her, hier wieder drunter her. Gehe dann hier in diese Schlaufe rein und gehe hier dann nochmal unter dem schwarzen Band her. Und hier sind jetzt beide schwarzen Bänder oben. Da werde ich jetzt das eine Band nochmal drunter her machen. Also hier geht die Schlaufe so und hier geht die Schlaufe so. Jetzt muss ich darauf achten, dass an beiden Seiten die Enden ungefähr gleich lang sind und dann kann ich das Ganze schön zusammenziehen. Und schon ist der Knoten fertig. Jetzt brauche ich den nur noch so um mein Handgelenk machen und wer möchte, kann das natürlich auch doppelt rum machen. Also nochmal wieder nach vorne führen. Und ich schaue erstmal, messe mir das ein bisschen ab und dann mache ich das Ganze nochmal vom Handgelenk ab und knote das hier zusammen. Dafür mache ich erstmal, also bei mir passt es schon, ich will es mir so doppelt drum machen. Und deswegen mache ich mir erstmal hier an die Enden so einen Knoten zusammen. So, und dann gehe ich mit dem einen schwarzen hier durch und mache dann hier auf die beiden auch zusammen einen Knoten. So, jetzt kann ich es mir so doppelt einfach ummachen. Hier sind jetzt die beiden Endknoten und hier der besondere Knoten. Das Praktische ist, dass ich das Ganze auch als Haargummi verwenden kann. Also das zieht sicher und man kann sich das natürlich auch so mehrere Male um den Zopf rum machen. Oder je nachdem, wie groß der Kopf ist, kann man das natürlich auch wieder als Stirnband verwenden. Wenn man es etwas länger lässt, dann passt es noch besser als Stirnband. Und ja, so, man kann es natürlich auch als kurze Kette benutzen oder eben, wie ich es jetzt hier habe, so doppelt um den Arm rum machen. Ich finde, das sieht ganz cool aus wegen diesen unterschiedlichen Farben. Also jetzt geht hier ja schwarz her bis hier und hier ist gelb und dann noch dieser besondere Knoten. Ich finde, das ist ein ganz cooles Armband. Man kann sich die Enden natürlich hier auch noch abschneiden oder vielleicht noch so ein bisschen fransiger schneiden. Oder noch hier richtig so kleine Fransen, also so kleine Schnitte reinmachen, damit es richtige kleine Fransen werden. Ich habe es jetzt noch ein bisschen so eingeschnitten, damit es noch ein bisschen fransiger aussieht. Fast wie so ein kleiner Troddel oder so eine Quaste. Und so fertig ist das Armband. Wenn es euch gefällt und ihr Lust habt, das nachzumachen, es ist wirklich ganz einfach. Man kann es in vielen unterschiedlichen Farben machen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr es nachmacht. Vielleicht habt ihr auch Lust, auf Instagram, Twitter oder Facebook mir ein Foto zu schicken oder mir hier was in die Kommentare zu schreiben dazu. Wenn es euch gefällt, freue ich mich total über einen Daumen nach oben. Und schaut auch unsere anderen Videos. Wir haben ja wirklich schon viele andere Armbänder gemacht. Oder vielleicht habt ihr Lust zu gucken, was ich hier mit den T-Shirts gemacht habe, wo diese kleinen Bänder hier übrig geblieben sind. Ja, sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns natürlich auch über ein Abo. Tschüss!